Hallo Leute, heute gibt's leckere Kartoffelklöße. Viel Spaß beim Zuschauen. Für die Kartoffelklöße brauche ich mehlig kochende Kartoffeln. Die werden gleich noch in Stücke geschnitten und dann in Salzwasser abgekocht. Und der Link zum Rezept, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, die Kartoffeln sind fertig. Die haben jetzt 20 Minuten lang gekocht. Die werden wir jetzt erstmal abgießen. So, und jetzt lasse ich sie noch ein paar Minuten auf der heißen Herdplatte stehen, dass sie noch ein bisschen ausdampfen können. Zwischendurch mal ein bisschen umrühren. Und bitte darauf achten, dass die Kartoffeln nicht zu lange kochen. 20 Minuten, 25 Minuten höchstens, das reicht, dann sind sie weich. Ansonsten zerfallen die im Wasser und werden dann auch ziemlich wässrig. So, die Kartoffeln sind jetzt ausgedampft. Dann stelle ich schon mal meinen Topf mit Wasser auf. Und dann geht es ans Durchpressen. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Salz dazu, aber nicht viel, weil die Kartoffeln waren ja schon gesalzen. Ansonsten können wir sie ja nachher nochmal nachschmecken, wenn noch Salz fehlen sollte. Und im Kochwasser nachher ist auch wieder Salz, also lieber vorsichtig. Bisschen Muskatnuss. Ein Ei. Und von dem Kartoffelmehl nehme ich erstmal nur die Hälfte. Dann gucke ich, wie sich die Masse verhält und dann gebe ich eventuell noch nach, weil das ist von Kartoffelsorte zu Kartoffelsorte unterschiedlich und deswegen lieber nach und nach. Den Teig lassen wir noch ein bisschen stehen, dass er noch ein bisschen durchzieht und das Mehl in Ruhe aufquellen kann und dann machen wir schöne Knödelchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Knödelmasse auch noch verfeinern mit Kräuter, wie zum Beispiel Petersilie oder Majoran, passt sehr gut. Und ihr könnt noch in die Mitte so Brotcroutons reinmachen. Das ist auch sehr lecker. So, der Kartoffelteig ist fertig. Den rolle ich jetzt zu einer Wurst aus. Muss nicht gleichmäßig sein. Und dann schneide ich mir den in Stücke, dass ich immer ungefähr gleich große Knödel habe. Und die drehen wir dann rund. Für die Knödelmasse brauche ich jetzt noch nicht mal Wasser, die klebt noch nicht mal an den Händen. So, das Wasser ist jetzt auch heiß. Dann geben wir die Knödel ins Wasser. Aber es sollte dann nicht mehr kochen. Ansonsten kann es passieren, dass die auseinanderfallen. Also nur noch siedend heiß. So, jetzt lassen wir die Kartoffelklöße noch so lange ziehen, bis sie an die Oberfläche kommen und dann etwa 5 Minuten ziehen lassen, dann sind sie gar. So, die Kartoffelklöße sind gleich fertig. Wunderbar dazu passt zum Beispiel Rinderrouladen, ein Gulasch oder Gänsebraten. Da gibt es viele verschiedene Gerichte. Für Vegetarier zum Beispiel ein schönes Pilzragout, auch sehr lecker. So kann man die für viele verschiedene Gerichte schön einsetzen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen.